Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Resident Evil Zero. Ja, im letzten Part sind wir ja mit dem Aufzug hier runtergefahren unterhalb der Kathedrale oder Kirche und ja, der einzige Weg hier weiterzukommen war dann nachher die den Greifhaken wieder zu holen und wir hatten den letzten Part dabei gestoppt, als Billy quasi aus der Kirche raus ist, um wieder auf dem Weg zu Rebecca zu sein. Da ich aber keinen Speicherpunkt hatte, weil ich oben kein Speicherband hatte, musste ich quasi diese erste Fahrt hier runter nochmal machen und ich habe halt einfach gleich direkt den Greifhaken mitgenommen und jetzt eben nochmal schnell alles im Off angeguckt und jetzt haben wir den Punkt, an dem wir jetzt hier endlich weitermachen können. Und ich lasse Rebecca hier und gehe mit Billy da nach oben. So ist zumindest mein Plan, weil da ist ja noch so ein Lastenaufzug gewesen, den wir nutzen können und deswegen bleibt Rebecca erstmal oben und wir gucken mal, was hier Phase ist. Kann ich da einmal so drum rum? Ne, kann ich nicht. Okay. Schade, ich dachte, ich kann mir das da hinten angucken, aber kann ich nicht. Hier liegt eine Notiz. Ich hätte gerne die Notiz. Danke. Tagebuch des Laborleiters. Heute gemäß Markus Befehl Zugangscode für Plattform geändert. Ich frage ihn, worauf der Code basiert. Er sagt, es hätte was mit dem Wachstum seiner Kinder zu tun. Oh mein Gott. Aber er ist ein Einzelgänger, nicht verheiratet und hat auch keine Kinder. Was meint er bloß damit? Seine Viren, ganz sicher meint er seine Viren. Ja, herzlichen Glückwunsch. Okay, was haben wir hier? Eine Art inneres Organ liegt darin. Hm, ja. Hier ist Benzin. Das lassen wir mal hier. Was ist das hier? Ein Regal ist voller Kapseln mit verschiedenen Exemplaren. Ja, lecky. Au, hau mich nicht. Au, hau mich nicht. Geh mir aus dem Weg, Kumpel. La, la, la. Jetzt muss ich aus dem Weg, sonst wenn das gleich explodiert, tut mir das weh. Ah, shit. Ich habe es halt trotzdem gemerkt. Na toll. Okay, das ist die Karte des Labors. Okay, da oben waren wir. Das ist das, wo Rebecca gerade ist. Ne, das ist das, wo wir gerade sind. Da ist Rebecca, glaube ich. Ich bin verwirrt. Ne, das sind wir, oder? Das ist Rebecca. Ja, oh Gott. Complicated. Ekelhafte Viecher. Am besten kann ich sie eigentlich plattmatschen, ne? Na komm. Jetzt. Ich glaube, ja, es ist halt die übelste Munitionsverschwendung, ne? Aber man will halt auch von denen nicht aufgefressen werden. Was ist das? Eine Sammlung von Egel-Exemplaren. Knopf drücken. Nein, lieber nicht. Erstmal nicht. Auf dem Regal stehen zahlreiche Chemikalien. Aber da oben ist eine Flasche und ich glaube, dass man diese ekelhaften Viecher wahrscheinlich am besten damit erledigen kann. Aber ich bin mir halt unsicher. Diese Kapseln halten menschliche Wesen, ihre Gesichter sind schmerzverzerrt. Oh, bitte. Ist das euer Ernst? Was bist du? Der Oberkörper der Statue wurde zerschmettert. Okay, was ist das hier? Da ist ein Knopf drücken. Nee, vielleicht erstmal nicht. Beim Hinuntergucken sehen sie eine Treppe. Es ist zu gefährlich, von hier da runter zu gehen. Ja, das ist mir schon fast gedacht. Da ist eine Tür. Oh Gott, hier sind noch mehr Türen. Okay. Fangen wir mit der Tür an. Verschlossen. Wo sind wir denn eigentlich gerade? Da, okay. Und Rebecca ist unter uns. Nice. Okay. Gut, dann nehmen wir die Tür, würde ich sagen. Wir laden vorher mal kurz nach.
Da steht schon wieder Warning dran, ey. Das ist schon wieder uncool. Das ist doch schon einfach wieder uncool. Ja. Okay, da ist eine Tür. Wie geht's uns denn eigentlich nach dem Angriff? Gut. Okay. Die touchen wir mal an, die Pflanzi. Weil wir müssen die ja nicht mischen. Wir können die ja auch so essen. Das hilft uns ja auch schon. So, was haben wir hier? Nichts. Können wir da? Aha. Da ist noch eine Flasche. Es wäre halt die Frage. Hier ist auf jeden Fall eine Schreibmaschine. Da können wir runter. Okay, ob wir. Wir machen das mal kurz. Ich lege den mal ab. Nehme die Flaschen mit. Es ist dumm, was ich gerade mache, ne? Egal. So. Nehm das mit. Kombiniere das. Und habe jetzt drei Molotow-Cocktails. Jetzt kann ich aber den Greifhaken nicht mehr mitnehmen. Aber ich würde den Greifhaken da tatsächlich halt auch liegen lassen. Nehme jetzt hier mal das Farbband. Und speichern das Ganze mal. Ja. Weil ich denke, wir werden eine Möglichkeit bekommen, dass wir hier nachher auch so nochmal hinkommen können. Ach so, nach 20 ist Schluss. Ja, dann speichern wir wieder oben. Ich habe mich jetzt einmal nach unten gespeichert. Richtig gut. Maschinenraum, okay. Faszinierend. Gut, dann gehen wir da jetzt aber erstmal rein, würde ich sagen. Ah, verschlossen. Die können sie nicht öffnen. Gut, dann werden wir da wohl erstmal nach unten gehen. Neu. Ah, Belay. Belay. Da lang. Es ist zu hoch zum Runterspringen. Ach so. Ah, okay, gut. Alles klar. Ah, stopp. Da lang. Gehen wir jetzt wieder zurück. Weil ich würde es gerne mal ausprobieren mit den Molotow-Cocktails, ob das quasi wirklich. Wirklich geht. Deswegen gehen wir jetzt aber auch nochmal hier zurück, weil dann will ich das nämlich auch nochmal mischen und dann vielleicht kann ich die auch stapeln. Also, dass ich dann halt anstatt 3, 6 auf einem Stapel habe. Das wäre jetzt mal so der Plan. Wir testen das mal. Nimm die Flasche mal mit. Ja, wieso kann ich das nicht tragen? Ach, ich habe die Farbbänder noch. Oh, ich Volldepp. Ja, gut. Dann werden wir wohl das einmal ablegen. Die einmal ablegen. Ich denke gerade so, hä, hier wisst ihr die doch, ja gut. Aber klar, wenn ich die Farbbänder, hier habe ich ja gerade eben an der Schreibmaschine nicht abgelegt, ich Heldin. Das werde ich aber gleich nochmal tun. Also es tut mir leid für dieses ganze Hin- und Herrennen, aber you know how it is. Oh. Jetzt haben wir sogar mehr. Dann legen wir das jetzt ab. Dann gucke ich mal, wenn ich die jetzt aufnehme. Wieder, Billy. Stapeln die sich? Ja, nice. Perfekt. Genau das war mein Plan. So, dann nehmen wir die noch mit und bringen wir die gleich einmal zurück, weil wir müssen ja eh an dem Raum wieder vorbei. Und dann bringen wir die einmal in den nächsten Raum. Zack. Ja, Rebecca steht da unten jetzt halt vor sich hin. Bisher konnten wir da, also ich will den Knopf halt auch noch nicht drücken. Den Knopf würde ich demnächst probieren. Wenn wir die Räume hier durch haben. Wohl eigentlich ist wahrscheinlich dumm, oder? Zu warten. Aber ich weiß halt nicht. Habe ich die jetzt abgelegt? Wo liegen sie denn? Hä? Wo hat er sie denn jetzt hingelegt? Ach, da liegen sie. Oh Gott, da sieht man sie aber auch echt beschissen. Okay, Sarina, das müssen wir nochmal. Die müssen wir nochmal neu ablegen. Das geht so nicht. Die finde ich ja niemals wieder. Wir legen sie mal in dem Bildschirm ab. In der Ansicht ist vielleicht besser. Ja, da sieht man sie jetzt auch. Easy. Okay.
Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich erst in den anderen Raum reingehe oder ob ich erst auf den Knopf drücken soll. Das ist eine sehr schwierige Entscheidung gerade. Ach, wir drücken erstmal auf den Knopf. So what? Ja. Upsi. Ich würde sagen, wir haben Rebecca gerade richtig glücklich damit gemacht. Nicht so. Kann sie kurz nachladen? Weil ich weiß direkt, was da draußen jetzt auf uns warten wird. Aber wir haben ja jetzt den Weg frei gemacht. Das ist richtig cool. Oh shit. Können wir an dem vorbeilaufen? Ja, das geht, Gott sei Dank. Komm, wir laufen. Au! Das Problem ist, sie hält halt auch einfach nicht so viel aus, ne? Das ist aber auch echt ein fieses Ding, ne? Laufen jetzt erstmal bis hier hin, laden kurz nach. Oh Gott, der haut uns doch gleich schon wieder. Lauf, 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 es explodiert gleich. Okay, können wir kurz die Pflanze essen, bitte? Verwenden. Verwenden. Oh, ist noch Warnung. Aber Warnung ist besser als nichts. So, jetzt wechseln wir mal auf die Pistole für die ekelhaften Viecher, die jetzt gleich kommen. Oh, diesmal kommen sie nicht? Ja, nice. Okay. Gut. Dann essen wir jetzt hier nochmal eine grüne Pflanze, würde ich sagen. Verwenden. Verwenden. Okay. Also ja, ist vielleicht dumm, dass wir die so essen, aber ich habe halt gerade keinen Bock, das irgendwie alles abzulegen und zu mischen. Und was ist denn für eine crazy Tür? Diese Tür ist mit einer Büste von Markus verziert. Im Sockel ist eine Öffnung für irgendein Objekt. Na, herzlichen Glückwunsch. Nehmen wir mal da rein. Ein Gerät zur Eingabe einer Kombination. Aber da etwas fehlt, kann ich es nicht benutzt werden. Okay. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt hier den Weg geöffnet. Sieht aus wie eine Art Chemikalie im Mischset geben. Ja, die grüne Chemikalie ist bereits im Mischset. Achso, die rote und die grüne. Das haben wir Verdünner vermischt. Cool, wir haben Verdünner. Wofür? Ich weiß nicht. Aber wir haben den Verdünner. Wir gehen jetzt erstmal wieder in den Raum rein. Da fühle ich mich einigermaßen sicher. Und dann switchen wir gleich wieder auf Billy um. So, was hat sie denn eigentlich? Ihr Inventar ist voll, ne, weil sie einmal Heißspray dabei hat. Das behalte ich jetzt auch. Okay, Billy. Back to you. Okay. Die Tür hatten wir ja schon, dann machen wir jetzt die Tür. Ist geil, wenn man sich selbst den Sound ausstellt, ne? Ja, gerade, hä, wieso haben wir denn keinen Sound? Ja, ich habe mein Headset runtergedreht. Aus Versehen. Ja, okay, wir sind jetzt in diesem großen Ding hier. Gut. Oh mein Gott. Was zur Hölle? Es wurde frisch mit frischer bioorganischer Flüssigkeit gefüllt. Die umliegenden Geräte sind in Betrieb. Ja. Da ist Munition für Rip. Kannst du bitte aufhören, mich anzuknabbern? Arschloch. Ekelhaft. Okay. Das lesen wir mal. Auf dem Regal stehen verschiedene Laborgeräte. Alles sieht ziemlich benutzt aus. Es war eigentlich klar, ne, dass der uns anknabbert, so wie der da. Da ist das Ding. Akten zum Egelwachstum. 3. Februar 1978. Habe 4 Egel-Tee verabreicht. Zunächst lebten sie als Parasiten und Raubtiere, dann vermehrten sie sich. Dank dieser biologischen Merkmale sind sie die idealen Kandidaten für die Biowaffenforschung. Ansonsten wurden keine Änderungen beobachtet. 10. Februar 1978. Seit Verabreichung von Tee sind 7 Tage vergangen. Größe rapide verdoppelt. Erste Anzeichen der Verwandlung.
Vermehrung erfolgreich. Ihre Anzahl verdoppelt sich in einer Stunde. Aber ihr Heißhunger führt zu Kannibalismus. Schnelle Futtermenge benötigt, aber zwei wurden gefressen. Okay, also ich denke, das ist quasi die Lösung für dieses, was der Laborleiter da geschrieben hatte mit seinem Code. So, also wir hatten vier. Vier, dann hat sich die Anzahl verdoppelt, wären acht und zwei wurden gefressen, also wären wir bei sechs. 7. März 78. Haben ihnen Lebendfutter gegeben, aber die Hälfte verloren, weil Lebendfutter sich wehrte. Der Egel lernt jedoch aus Erfahrung gehen zu gemeinsamen Angriffen über. Keine Anzeichen mehr von Kannibalismus. Ihre Entwicklung übertrifft alle Erwartungen. Ja, dass sie gemeinsam vorgehen, das haben wir gesehen. Also sind es nur noch drei, weil die Hälfte verloren gegangen ist. 22. April 1978. Individualität der Egel selbst bei Fütterung nicht mehr präsent. Sie bewegen sich als Gruppe, fressen mit erstaunlicher Effizienz alles, was ich ihnen gebe. 30. April 78. Ein Mitarbeiter hat mein Experiment entdeckt. Sind Menschen als Futter geeignet? Wie reagieren die Egel? Oh mein Gott. 3. Juni 1978. Ein denkwürdiger Tag. Heute haben sie mich nachgemacht. Sie erkennen also ihren Vater. Wunderbare Kinder. Ihr gehört mir allein. Okay, also der Code wäre 463, wenn ich alles richtig berechnet habe und mir die richtigen Gedanken dazu gemacht habe. Aber ich meine, das war relativ simpel. Ja, aber ich denke, das wird hinkommen. Okay, gut, dann, ja, danke, lecker. Egelwachstum, ganz tolle Geschichte. Achso, genau, dieser Part wird der erste Part sein, der nicht so lang geht wie normal. Einfach aufgrund dessen, was ich euch ja schon vorgestern gesagt hatte. Dass ich für nächste Woche mit voraufnehme. Und meine Aufnehmzeit ist halt am Wochenende immer sehr begrenzt. Und ich habe mir schon wieder das Headset, glaube ich, leise gemacht. Ja, ich bin auch ein Held, ne? Ich muss das mal anders hinlegen. Genau. Hier steht auch eine Chemikalie. Sie brauchen einen Behälter. Ja, da muss dann Rebecca kommen. Ist das jetzt hier? Ah, verschlossen. Das ist voller Giftgas. Da ist voller Giftgas. Sicherheitsmechanismus aktiviert, okay. Es scheint sich um ein Gerät zu handeln, mit dem Gas ins Zimmer neben angepumpt wird. Im Moment ist das Gerät leer. Okay. So, jetzt ist die Frage. Der zuckt noch. Guck mal, wie er zuckt. Wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Ich werde wahrscheinlich Rebecca hier irgendwie hochbringen müssen. Könnte ich mir halt vorstellen. Aufgrund des... Das, ach, guck mal, hier ist der Aufzug. Aufgrund dessen, dass sie ja nun diese Mischgeschichte hat. Dieses Mischset. Ach, da kommt ja noch einer. Hallo. Ja, aber Billy, eigentlich ist die Waffe gar nicht so schlecht. Die ist halt nur gegen diese Egelviecher ein bisschen nutzlos. Hier ist auf jeden Fall noch eine Flasche. Die nehmen wir aber erstmal nicht mit. Das Regal steht voller giftiger aussehender Chemikalien. Alle Etiketten wurden abgerissen, okay. Ja. Das Regal ist mit verschiedenen Chemikalien gut gefüllt. Sie wurden sicher für Operationen benutzt. Oh, hier ist nochmal so eine Tür. Diese Tür ist mit einer Büste von Markus verziert. Im Sockel ist eine Öffnung für irgendein Objekt. Oh, krass. Okay, hier ist nochmal. Sieht aus wie eine Art Chemikalie. Sie brauchen eine Behälter. Ja, ja. Die Spüle ist alt und verrostet und sehr schmutzig. Auf dem OP-Tisch liegt irgendein mysteriöses Ding. Können wir uns das bitte nicht... Okay, das lassen wir hier liegen. Hier ist noch eine Notiz. Untersuchungsbericht. Dr. Marcus, Mitbegründer mit Präsident Spencer von der Umbrella Corporation, vor 10 Jahren verschwunden. Die Ergebnisse seiner Forschung wurden seither unter Verschluss gehalten. Der Grund wurde hier in der von Dr. Marcus geführten Ausbildungsstätte deutlich. Nun, nicht direkt hier, sondern im Keller. Alles wurde klar, als wir dorthin gingen. Wir fanden den Beweis für Dr. Marcus' Arbeit an einem T-Virus-Prototyp namens Progenitor. Scheinbar nutzte er jahrelang Mitarbeiter des Unternehmens als Versuchskaninchen. Wir wissen nicht, wie viele er für seine Arbeit missbrauchte, doch den Indizien zufolge waren es mindestens 20 Personen. Einige wurden absichtlich getötet, um das schreckliche Geheimnis zu wahren. Der derzeitige Aufenthaltsort des Doktors ist unbekannt. Angesichts des rapiden Wachstums der Umbrella Corporation in der letzten Zeit vermute ich stark, dass diese Forschung noch läuft.
Ja, sein Experiment lebt und wächst im Geheimen. Diese Dinger, die Früchte seiner Arbeit, sind überall in der Anlage. Die restlichen Seiten des Notizbuchs fehlen. Okay. Ja, das passt ja so zu dem, was wir so rausgefunden haben. So, geil wäre jetzt natürlich, wenn wir hier... nein, irgendwie... irgendwas finden, dass Rebecca unten... das blöde Ding da aufmachen kann. Aber hier ist nichts. Zur Bibliothek schicken? Nee. Ja, bringt mir ja erstmal gerade nichts. Die Frage ist jetzt, kann ich... Also wir müssen ja irgendwie hier dieses Gas neutralisieren, glaube ich. Und die Frage ist, wenn ich mit Billy runtergehe, mit dem Greifhaken, kann sie dann... Warte mal, haben wir noch irgendwas? Ja, da hinten kamen wir ja nicht rein. Da ist nämlich nochmal ein Loch. Okay, ja genau, okay. Okay, okay, okay. Ja, okay. Ja, also ich würde sagen, wir holen uns jetzt den Greifhaken wieder. Haben wir hier irgendwo gelassen. Müssen dann einmal runter zu Rebecca. Habe ich denn den Greifhaken? Ach nee, den Greifhaken habe ich ja in dem einen Raum gelassen. Oh Gott, ich muss gerade überlegen, wo ich den habe liegen lassen. Aber den habe ich ja bei der Schreibmaschine in dem einen Raum liegen lassen. Und zwar hier. Dass wir den einmal mitnehmen müssen. Rebecca geben, dass Rebecca einmal hoch muss. Könnte ich mir halt vorstellen. So. Das Ding ist jetzt nur, müssen wir die hier ablegen. Und den Greifhaken mitnehmen. Ja, genau so. Ach, kann ich... Nee, ich kann ja den ja auch runterschicken, ne? Ach nee, der wird wahrscheinlich zu groß sein. Der wird ja vermutlich zu groß sein. Ich denke, es wäre am schlauesten, wenn wir quasi die Rollen tauschen, dass sie nach oben geht und Billy nach unten. Also ich guck mal, wenn wir mit dem Greifhaken da quasi wieder runterkommen würden. Durch das Loch sehen sie Etage, aber es ist zu gefährlich, von hier aus da runter zu gehen. Kann ich den benutzen? Das brauchen sie jetzt nicht. Okay, puh, das ist doch kacke. Okay. Dann brauchen wir einen anderen Plan. Okay, ihr Lieben. Aber über den Plan machen wir uns im nächsten Part Gedanken. Ich beende den Part jetzt. Wie gesagt, die nächsten werden alle so ein bisschen kürzer, immer um den Bereich 20 Minuten rum. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit einschaltet. Und bis dahin, tschüss!